Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsport Fever 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ihr seht es direkt. Heute findet mal wieder eine Ersetzung statt. Das ist halt alle paar Folgen mal so. Vor allem die Züge möchte ich immer mit euch zusammen machen, weil da doch immer noch mal Änderungen auftreten können in der Fahrzeugbesetzung. Was ich jetzt fast immer so mache, sind hier die Fahrzeuge. Ihr seht's. Die sind relativ neu, da habe ich nämlich schon mal alle durchgewechselt, relativ oft. Aber wir müssen uns hier um die Züge kümmern, da sind einige sehr alte Züge dabei. Und das werden wir heute machen. Ach, das ist hier hinten die Strecke. Ja, ich dachte, das ist die andere Weizenstrecke hier unten, das ist die hier oben. 216er Kapazität. Okay, das sieht aber sehr gut aus. Da ist ja sogar noch Platz. Die könnten noch mehr mitnehmen. Das passt alles. Die können wir also ähnlich ersetzen. Wo haben wir sie denn jetzt? Hier. Zwölf von diesen Wagen. Na? Elektrisch. Nehmen wir den und dann packen wir da ruhig wieder hier die Wagen hinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, erster Zug ersetzt. Oh, unsere Ölzüge. Das wird spannend. Wobei, was heißt, es wird spannend? Das ist ja nun mal so, dass da nicht mehr geht. Weil die Bahnhöfe mittlerweile ihre maximale Länge erreicht haben, meine ich. Genau, wir können nicht länger. Da fährt übrigens gerade einer. Wunderschön. Da ist auch ordentlich was drin in den Zügen. Und jetzt möchte ich mal wissen, was machen die hier? Ah, lol. 900. So viel geht da nicht rein in die Züge. Ist der das? Der lädt jetzt komplett ab und jetzt lädt er komplett auf. 522 Tonnen, hoffe ich. Ja. Uiuiui. Na, die werden wir auf jeden Fall mal so ersetzen, wie sie waren. Jedenfalls ungefähr die gleiche Anhänger, weiß ich nicht, die werden wir wahrscheinlich nicht nehmen. Die Vectron, genau. Eine meiner absoluten Lieblingsloks. Und deswegen kommt die da auch wieder vor, wenn wir sie denn finden. Wo ist sie hin? Sag mir nicht, die gibt es jetzt nicht mehr. Dass sie ein bestimmtes Alter erreicht hat. Doch, da ist sie doch. Die Vorspannlokomotive. Spannleistung. Ich weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet. So tief drin bin ich im Thema jetzt nicht. Aber wir nehmen auf jeden Fall wieder zwei, weil wir ja da hinten einen relativ steilen Berg haben. Und dann holen wir uns hier... Ja, die haben beide die gleiche Kapazität. Was uns was bringen würde, wären die hier. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Weil ich die viel schöner finde. Nehmen wir auch wieder. Wir haben da eine Kapazität von, da müssen wir jetzt drauf achten. 522. Machen wir mal 16. 8, 9 von denen. Und dann hängen wir hinten noch welche hinter, so. Boah, 339 Millionen kostet uns das, aber das haben wir locker. Zack. Einmal rein, perfekt. Und dann haben Kies. Auch da gucken wir. Das ist diese Linie. Da müssen wir einmal auch die andere Richtung checken.
Kies ist voll. Das heißt, da würde ich ein bisschen umrüsten. Fernverkehr, die sind ja, das sind keine Güterloks, oder? Nee, die hier würde ich sagen. Können wir ruhig mal Diesel nehmen. So, und dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gewesen. Und wir nehmen jetzt 8 und 6 Flachbettwagen. Wunderbar. Hafen Steinbruch ist hinten, unsere lange Strecke, die ja auch Kohle mittlerweile mitnehmen muss. Da müssen wir mal schauen. Der ist ja voll. Hier wartet auch noch ordentlich was. Das heißt, die könnten wir noch mal ein Stück vergrößern. Dass wir da einfach noch mal ein klitzekleines bisschen mehr Kapazität schaffen. HKG. Ey, Häfen und Güterverkehr Köln, das passt doch. Auch wenn es hier jetzt nicht direkt Köln ist, aber den nehmen wir mal. Und dann hat der die Cargo-Wagen. Und zwar die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zack. Wo ist er? Da ist er, der muss erst ausfahren. Gucken wir mal hier hinten. Das ist nämlich ein neuer Zug, den können wir uns mal angucken. Und auch Kies ist ja voll, ne? Von daher passt das, dass wir das so machen. Und weiter geht's. Holzgniemann, Mensch. Holzgniemann, die ist auch schon wieder am Ende. Meine Güte. Sind die denn voll, die Züge? Gucken wir direkt mal. Nee, halb voll nur. Ist die Frage, geht hier mehr auf dieser Linie? Ja. Das ist alles 100%. Der Transport ist hier auf 100. Also das, was produziert wird, wird auch 100% abtransportiert. Warum aber nicht mehr? Die produzieren voll. Warum versenden sie nicht alles? Ist hier hinten die Nachfrage nicht hoch genug? Nach Holz? Also wie es mir scheint, könnten wir mehr Holz hierher bringen, indem wir diese Fabrik benutzen. Guck mal, die produzieren zwar, aber wir haben ja noch gar keinen Versand von Werkzeugen. Die könnten ja jetzt super hier in Köln und Düsseldorf noch verwenden. Allerdings müssen wir mal gucken, wie. Dass der, nee, der Zug kann es nicht mitnehmen. Ich habe jetzt nämlich mal geguckt, irgendwas passt hier sowieso nicht ganz hundertprozentig. Guck mal, der hier zum Beispiel, der nimmt Rohöl mit. Das geht gar nicht, das ist komplett falsch. Und der fährt ja da unten, das heißt, der wird das hier aufladen. Das müssen wir verhindern, dass er das hier in Riederich West. Soll der überhaupt nichts laden? Das macht er ja. So, und dann fährt er hier. Und da ist es dasselbe. In Niederöschach. Da soll der ja nur Kunststoff transportieren. Genau so.
So passt das. Und dann ist die Frage, mit welchem nehmen wir vielleicht Werkzeuge mit? Hat der noch Kapazitäten? Nein, der ist voll. Auch pickepacke voll, das Ding. Uiuiui, wir müssen hier gucken, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Der hat eventuell noch Kapazitäten frei. Wenn der ja hier durch wird, dann könnte der das hier abladen. Dann müssten wir das halt hier von hier darüber transportieren, weil ich möchte den hier nicht noch zusätzlich halten lassen. Und noch eine Bahnstrecke ist halt schlecht. Nach hier hinten würde es gehen. Aber nicht mehr auf diesem Stück. Und das wäre da das, was benutzt werden müsste. Und hier. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, dass wir das noch nutzen. Das heißt aber, das machen wir dann jetzt nicht. Das heißt, wir können die Holzzüge aber so erstmal lassen. Oder wir lassen die erstmal überhaupt und erneuern die gar nicht. Was sind denn das für Wagen hier? 42 Brote hat er geladen. Und der hier? 141. Passt von der Größe. Erneuern wir komplett so wie er war. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Da brauchen wir noch eine Lok dafür. Die finde ich eigentlich schön, die wir da hatten. Die würde ich gerne wieder davor setzen. Hier, Sonderlackierung. Perfekt. Ah, hier. Ist denn kapazitätsmäßig das noch an der Grenze oder passt das? Damit müssen wir warten, bis die anderen, dass sich das jetzt hier erstmal alles wieder findet. Das passt ja alles nicht mehr, deswegen lassen wir den mal außen vor. Und gucken bei dem an. Hafenbaumaterial Bretter. Das müsste der sein. Der ja alles mitnimmt da. Der ist aber auch... Ja, der ist ganz gut ausgelastet. Cargo. Ja, und dann kriegt der... Machen wir mal 10 hinter. Ein mehr. Beziehungsweise da müssten wir eigentlich gucken... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, logisch, dass er jetzt weg ist. 60% von beiden. Ja, je nachdem, was er braucht, ne? Da ist er ja jetzt. Das wurde gefixt, oder? Dass er das jetzt übernimmt. Dann kann er aber mehr mitnehmen. Das passt ja dann. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist nämlich unsere Köln-Bielefeld-Linie, die teilweise echt überlastet ist. Na, sehen wir ja. Und da müssen wir schauen, was wir da machen. Oh, hier leckt es aber echt hart. Hier ist schon jetzt ordentlich was los. Da müssen wir jetzt gucken, was wir da machen. Weil vergrößern die Züge, boah, weiß ich nicht. Wäre jetzt nicht das, was ich möchte. Aber uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Wie ist denn der besetzt hier, der Zug? So. Was ist denn VVO? Egal, wir nehmen hier Regio, DB Regio. Und zwar nehmen wir... 1, 2, 3. Dann nehmen wir den. Der ist dann ohne Fahrrad ab. War falsch. Der ist ohne Fahrradabteil.
Dann nehmen wir einen mit Fahrradabteil. Erste, zweite Klasse und einen Steuerwagen. Mit Regio, das haben wir dann hier oben. Und dann kommt da wieder eine Lok vor. Und jetzt bin ich aber am Überlegen. Der macht 140 und die Wagen machen. Moment. 160. Wir dann nicht vielleicht sogar hier die Lok nehmen. Dann haben wir nämlich ein Upgrade. Etwas schneller. Wir können mehr Leute transportieren. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die sind... da lohnt es sich nicht da... Ach, das sind die. Oh, nee, die mache ich jetzt nicht. Die mache ich zwischendurch, das wäre jetzt zu lang. Baumetropol. Ach, das ist auch die Linie, die können wir nicht machen. Das sind dann so Linien, da müssen wir dann nochmal speziell drauf gucken. Alles andere sieht eigentlich noch ganz gut aus. Die haben ja auch noch. Die, da müssen wir aber erst abwarten, dass sich das hier alles findet. Mal gucken, ob wir das beim nächsten Mal machen mit dem Ersatz. Hier auf der Linie, ob wir da noch irgendwas umbauen müssen und wie wir das Ganze mit dem Werkzeug machen. Aber das wird heute nichts mehr. Ich bedanke mich für heute bei euch, auch wenn es wieder sehr mühselig war, für euch wahrscheinlich. Ist immer keine so spannende Sache, das Ersetzen. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Ich bin jetzt raus, bis dann, euer Captain Zockt. Bye bye. Und schön wäre es, wenn ihr jetzt noch im Zug käme. Da könnten wir nämlich das hier noch schön beobachten. Wie hier vielleicht nochmal einer über die Brücke rauscht, unterdurch oder was auch immer. Aber es gibt nichts zu sehen, deswegen gehen wir hier hin. Und ich bin trotzdem raus. Bis dann, euer Captain Zockt. Bye bye.